Europa bedeutet? Europa bedeutet für mich Werte. Eine riesig große Chance aus ganz vielen Erfahrungen mit unterschiedlichen Sprachen und ganz vielen Sichtweisen auf die Welt. Echt irgendwie was Cooles. Okay. Europa bedeutet für mich eines der großartigsten Friedensprojekte auf unserem Planeten. Frieden in Europa, Wohlstand in Europa, Vorteile für alle, die wenigen Nachteile deutlich überwiegen. Ein gemeinsames Zusammenarbeiten von vielen Ländern. Europa bedeutet für mich Multikulti. Mein Heimatkontinent, weil ich wachse eben nicht nur in Deutschland auf, sondern man reist auch eher mal in andere Länder und vor allem als jüngeres Kind nicht sehr weit weg, sondern dann nach Frankreich oder nach Italien auch mal. Und deshalb ist das nicht nur Deutschland mein Zuhause. Mich Solidarität, das heißt, dass wir nicht nur irgendwie wirtschaftlich miteinander zusammenarbeiten, sondern auch sozial. Das heißt, wir brauchen eine Sozialunion, das heißt, dass wir uns gegenseitig helfen, unterstützen. Eine wunderbare, bunte Gemeinschaft von vielen verschiedenen Ländern. Ich glaube nicht, dass es weiterbringt, wenn die einzelnen Länder auseinanderbrechen. Europa bedeutet für mich Zukunft. Es bedeutet vor allem Frieden seit über 70 Jahren. Und Europa ist die Lösung und nicht das Problem. Viele sehen ja in Europa das Problem. Aber ich denke, wir können viele Dinge national nicht mehr regeln. Angefangen vom Euro, den wir gemeinsam haben, der Währung, wo alle froh sind, dass sie nicht wechseln müssen. Also Europa bedeutet für mich, letztendlich eine Multikulti-Gesellschaft auf Basis von gemeinschaftlichen Werten, sodass man sich gegenseitig unterstützt und letztendlich jeder Mensch sich so einbringen kann in die Gesellschaft mit den Fähigkeiten, die er hat, dass es zum Wohle aller beiträgt, weil ich glaube, dass die Rückmeldung, die man dann bekommt, einfach auch aus der Handlung, die man tut, dass man selber merkt, dass das der Lohn ist, den man auch empfängt im Leben, das man lebt. Vor allem erstmal Friede, dass wir halt mit ganz vielen verschiedenen Ländern und Kulturen und Menschen einfach alle friedlich zusammenleben können. Und dass wir uns ja respektieren gegenseitig und achten und ja auch, dass man reisen kann, einfach rumkommen kann. Ja, in ganz verschiedenen Ländern leben kann und halt. Dass wir alle versuchen, zusammen irgendwie das Beste zu machen. Weil ich unter uns eine Generation stamme, die die geschlossenen Grenzen kannte, die wusste, dass die Völker gerade hier am Rhein gegeneinander Krieg geführt haben über Generationen. Und insofern ist Europa für mich die Verheißung der Freiheit. Und sie ist allerdings gefährdet und wir müssen da heftig dafür arbeiten. Sicherheit, Freude, Gemeinsamkeit, eine Ebene, auf der man sich unterhalten kann. Unter Demokraten, wir wissen ja, was wir haben an Europa und ich glaube, deshalb muss man auch für Europa kämpfen. Also man kann schon sagen, inzwischen bedeutet Europa auch für mich hinstellen und argumentieren. Und deshalb passt es so wunderbar, was ihr da gerade macht.